Ich begrüße dich recht herzlich zum zweiten Pure Gesundheitskurs. Wir werden heute, wie beim ersten Kurs auch, ein paar Übungen durchführen, damit wir den Körper bewegen und womit wir den Körper bewegen. Wir werden ein paar Übungen im Stehen durchführen, ein paar im Sitzen, ein paar in Rückenlage und welche in Bauchlage. Wichtig am Anfang vor dem Training, dass wir uns erwärmen. Damit werden wir auch gleich starten. Vorher zeige ich dir noch, was du für das heutige Training benötigst. Siehst du hier auch schon bei mir. Ich zeige es dir einmal. Wir brauchen als erstes einen Stuhl. Den bereitest du dir am besten jetzt schon vor. Dann zwei Wasserflaschen. Am besten Literflaschen oder auch 2 Liter Flaschen, die eben nachher für eine Übung dann wahrscheinlich auch vonnöten sein werden. Da brauchen wir ein bisschen mehr Gewicht. Dann brauchen wir zusätzlich eine Sprudelkiste. Bei mir ist es dieser Kasten hier. Da vielleicht 4 Liter reinpacken, also 4 Flaschen Wasser oder auch Glasflaschen. Aber ich würde dir Plastikflaschen empfehlen, einfach wegen der Sicherheit. Aber schau, dass das Gewicht so passt, dass du damit deine 15 Wiederholungen, erkläre ich dir nachher noch, durchführen kannst. Und als letztes brauchen wir eine Matte. Dann darfst du dir jetzt alles erstmal zusammensuchen und vorbereiten. Gib dir ein paar Sekunden Zeit. Und währenddessen erkläre ich dann noch ein bisschen, worauf es ankommt. Wichtig, dass du die Übungen langsam und kontrolliert durchführst, ohne Schwung. Ich versuche mich klar und deutlich auszudrücken, dass du alle Übungen gut durchführen kannst. Und dass du auch alles verstehst und hier keine Fehlerchen passieren. Gut, dann denke ich, bist du jetzt soweit und hast dir deine Sachen zusammengesucht. Wenn nicht, drücke einfach kurz auf Pause und dann starten wir danach. Okay, dann werden wir jetzt mit unserem Aufwärmen beginnen. Hierfür stellst du dich stabil schulterbreit auf deine Matte, die Arme einfach zur Seite, die hängen erstmal und jetzt bewegen wir den Körper nach vorne und nach hinten, nach rechts und nach links. Das heißt, wir verlagern das Gewicht, wippen nach vorne, soweit es geht, ohne dass wir umfallen. Dann wippen wir nach hinten, wieder nach vorne, einfach das Gewicht verlagern, nach hinten, nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten, nach vorne, noch einmal nach hinten und dann bleibst du stabil stehen. Bring die Füße ein bisschen näher zusammen und jetzt machen wir das Ganze links und rechts. Wir beginnen nach links, beweg den Körper nach links und rechts, links und rechts. Schön das Gewicht verlagern, links, rechts, links. Und rechts. Okay, dann kommen wir zur zweiten Übung. Wir rotieren unseren Oberkörper und die Arme hierfür hüftbreit hinstellen, die Arme einfach schwingen lassen und wir bewegen den Oberkörper nach links und rechts. Lass die Arme schwingen, soweit du kannst. Hierdurch erwärmen wir unseren Rumpf, speziell die Mitte des Körpers. Schön rotieren, links und rechts im Wechsel. So, noch ein paar Mal. Okay, dann ein bisschen die Arme ausschütteln. Und wir wippen nochmal. Dieses Mal machen wir das Ganze im Einbeinstand. Das heißt, wir starten mit beiden Füßen am Boden. Dann gehen wir rüber zur linken Seite, das heißt nur der linke Fuß ist dann am Boden, den rechten Fuß lösen wir vom Boden. Wenn du dir hierfür nicht sicher genug bist, kannst du auch nur mit dem rechten großen Zeh am Boden bleiben. Auf jeden Fall versuchst du den Fuß vom Boden zu lösen, wenn es nicht geht, mit dem großen Zeh am Boden. Und dann kommen wir zur anderen Seite, den anderen Fuß abheben und ein bisschen schneller, Fuß abheben, abheben.
Du kannst deine Hände hierbei schon mal hinter den Kopf nehmen, die Schulterblätter zusammenziehen, dass wir hier oben auch schon ein bisschen erwärmt werden. Genau, schön anheben den Fuß. Links und rechts im Wechsel. Noch einmal jede Seite. Und dann kommen wir wieder zurück zur Mitte. So, dann stehst du schulterbreit, streckst deine Arme links und rechts nach außen. Hier jetzt gut zuhören und aufpassen. Wir werden jetzt mit dem Oberkörper nach rechts und links gehen. Die Seite, wo wir rübergehen mit dem Oberkörper, diese Handfläche zeigt nach oben. Das heißt, wir fangen jetzt an, indem wir nach links gehen. Also geht die linke Hand mit der Handfläche nach oben. Also hoch und dann gehen wir rüber zur anderen Seite, die Hände wechseln und wieder andere Seite, Hände wechseln und wechseln, wechseln. Schön den Oberkörper links und rechts und die Hände immer drehen. Sehr gut. Und weiter. Zweimal pro Seite. Und die letzten. Eins. Und zwei. Gut. Arme absenken. Kurz ausschütteln. Und dann werden wir jetzt mit den Füßen ein bisschen was Sensomotorisches, also im Einbeinstand für das Gleichgewicht machen. Du stehst erstmal mit beiden Füßen am Boden. Jetzt tippst du mit einem Fuß immer nach vorne. Wir beginnen mit dem linken. Du tippst mit dem linken Fuß einmal vorne, kommst zurück zur Mitte, dann nach außen tippen, zur Mitte, nach hinten tippen. Wieder vor, Seite, hinten, vor, Seite, wir werden ein bisschen schneller, hinten, vor, Seite, hinten, vor, Seite, hinten, noch einmal, vor, Seite und hinten. Seiten wechseln. Der rechte Fuß tippt zuerst nach vorne, zur Seite, nach hinten, vor, Seite, hinten, vor, Seite, hinten, vor, Seite, nach hinten, letztes Mal, nach vorne, zur Seite und nach hinten. Sehr gut. Nächste Übung. Wir bleiben noch im Stand. Bringen die Knie im Wechsel nach oben. Erstmal fangen wir nur damit an, danach kommen die Hände dann dazu. Erstmal den linken Fuß vom Boden lösen, das linke Knie nach oben, hoch, Beine wechseln, das andere Bein hoch und hoch, hoch. Die Beine machen weiter, währenddessen erkläre ich die Arme. Die entgegengesetzte Hand, wie das Knie, was gerade nach oben geht, kommt auf das Knie und tippt einmal. Also tippen, tippen, überkreuz tippen, tippen und wir werden schneller, dass wir ein bisschen warm werden. Tippen, tippen, tippen. Genau. Ein paar Mal noch. Sekunden, noch 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Dann nehmen wir jetzt die Arme nach oben. Füße am Boden zusammenbringen. Nur einen Arm strecken wir hoch. Beginnen mit dem linken, die rechte Hand auf dem Oberschenkel und wir gehen in die Flankendehnung zur rechten Seite rüber,
soweit du kannst. Hände wechseln, andere Seite, Hände wechseln, andere Seite, Hände wechseln. Jede Seite noch einmal. Okay, dann letzte Übung vom Warmmachen. Füße stehen stabil, schulterbreit. Beug deine Knie leicht ein, Rücken gerade, Gesäß geht nach hinten, die Hände auf die Knie. Und dann rollen wir jetzt die Wirbelsäule auf und ab. Ich stelle mich seitlich, damit du es besser sehen kannst. Stabil stehen. Rücken gerade, Kopf immer in Verlängerung der Wirbelsäule. Jetzt machen wir den Rücken rund, das heißt der Kopf, den bringen wir nach unten. Und aufrollen, Blick geht nach vorne, rund, überstrecken, rund, überstrecken, rund, überstrecken, rund, noch einmal strecken. Rund und aufrollen. Okay, dann sind wir jetzt mit unserem Warmmachteil fertig und kommen dann jetzt zu ein paar Kräftigungsübungen. Erste Übung vom Hauptteil von der Kräftigung. Hierfür brauchen wir unseren Stuhl. Dafür schnappen wir ihn uns. Und ich stelle ihn auf meine Matte, damit du es besser mittig siehst. Diese Übung haben wir auch im letzten Video schon gemacht. Wir werden heute eine kleine Abwandlung davon machen. Erstmal beginnen wir genau wie beim letzten Mal. Aufstehen und hinsitzen. So, du gehst in die Knie, setzt dich auf deinen Stuhl und richtest dich wieder auf. Absitzen. Und aufrichten, Spannung in den Oberschenkeln, Rücken immer gerade. Noch einmal aufstehen und sitzen. So, Abwandlung. Wir machen das Ganze ein bisschen schwieriger, also nicht ganz einbeinig, aber wir versuchen ein Bein mehr zu belasten. Du beginnst mit dem Fuß, mit dem du beginnen möchtest. Das heißt, du sitzt, dann gehst du nach oben, bring ruhig deine Hände auf die Knie und versuch hier jetzt ein Bein mehr zu belasten. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem rechten anfange, was zu dir zeigt, zur Kamera, dann geht mein Körper automatisch ein bisschen nach rechts. Ich versuche ja dieses Bein mehr zu belasten, somit wird das Gewicht mehr auf die Seite verlagert. Also rechtes Bein mehr, immer noch rechtes Bein, absitzen. Linkes Bein mehr belasten und absitzen. Wieder das andere Bein. Achte hierbei darauf, dass so wenig wie möglich Gewicht auf deinem anderen Bein, also das, was nicht belastet werden soll, dass du hier so wenig Gewicht wie möglich drauf hast. Hände an die Oberschenkel, damit kannst du das gut spüren. Die Seite, auf der du das Gewicht hast, dieser Oberschenkelmuskel sollte sich ein bisschen mehr anspannen. Das heißt, er wird einfach ein bisschen härter als der andere und du spürst die Spannung, die hier mehr entsteht als auf der anderen Seite. So, jedes Bein noch zweimal. Und letztes Mal und nochmal absitzen. Okay, das war jetzt eine kleine Vorbereitungsübung für unsere Kniebeugen, mit denen wir jetzt weitermachen. Ohne Stuhl, das heißt, nimm deinen Stuhl wieder zur Seite. So, Kniebeugen. Wichtig bei den Kniebeugen, Rücken immer gerade halten. Die Fersen am Boden. Und darauf achten, dass du Bauchspannung hast, dass der Rumpf allgemein angespannt ist.
und du den Kopf immer in Verlängerung der Wirbelsäule hältst, also nicht nach vorne oder nach hinten. Hierfür nehmen wir uns unsere Flaschen dazu. Hier die, wie vorhin erwähnt, am besten 2 Liter Flaschen mit bisschen mehr Gewicht. Die Muskulatur ist stark. So. Du nimmst deine Gewichte in die Hände, stehst stabil, schulterbreit, Zehen zeigen leicht nach außen, immer auf den Rücken achten, wie gerade gesagt, und dann gehen wir mit dem Gesäß nach hinten tief und richten uns auf. Tief und aufrichten, tief, aufrichten. 4. Wiederholung, wir machen 10, 2 Durchgänge, 5, 6, 7, 8, 9 und die letzte. Kurze Pause, kurz die Beine ausschütteln. Den zweiten Durchgang führen wir dann gleich durch. Ich mache ihn diesmal wieder seitlich, damit du noch mal ein bisschen den Rücken sehen kannst, dass er schön gerade bleibt. Und auch, wie vorhin gesagt, immer die Fersen am Boden, ganz wichtig. Zweiter Durchgang, wenn du möchtest und die Möglichkeit hast, kannst du dir noch mehr Gewicht hier dazu nehmen. Vielleicht hast du noch größere Flaschen oder du nimmst 2 Flaschen, je nachdem, welche Möglichkeiten du hast. Und wir gehen mit dem Körper tief. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, letzten 2, 2. Gut, dann kannst du jetzt deine Gewichte wieder zur Seite legen. Nächste Übung. Ausfallschritte mit dem Spielbein, dem Spielfuß nach hinten und den Arm nach vorne. Ich stelle mich seitlich. Beide Füße sind erstmal vorne. Und jetzt bringen wir immer einen Fuß nach hinten mit den Zehen und dem Ballen. Bringen wir ihn nach hinten zum Boden. Soweit du kannst, du gehst in den Bewegungsradius, der für dich möglich ist. Und dann kommen wir wieder nach vorne, wechseln die Beine. Und die Arme kommen mit dazu. Wenn das Bein nach hinten geht, gehen die Arme nach vorne. Auch ein bisschen besser für dein Gleichgewicht. Und wieder anderes Bein. Auch hier die vordere Ferse immer am Boden. Jedes Bein noch 3-mal. Zweimal. Einmal. Und kurze Pause. Nächster Durchgang machen wir nochmal die gleiche Übung. Wir machen 10 Wiederholungen pro Bein, also insgesamt 20. Das bekommen wir alle, denke ich, gut hin. Immer, habe ich ganz vergessen am Anfang zu sagen, wichtig, was trinken während oder zwischen den Übungen. Ganz wichtig, dass ihr immer mit Flüssigkeit versorgt seid. Und wir machen weiter mit dem zweiten Durchgang. Vielleicht mal andersrum. So, rechter Fuß nach hinten und die Arme direkt nach vorne. 1, 20 insgesamt, wie gesagt, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, die Hälfte haben wir, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Gut, kurz durchatmen, was trinken, kurze Pause. Für die nächste Übung benötigen wir wieder unsere Gewichte, unsere Trinkflaschen. Fang vielleicht beim ersten Durchgang mit den Literflaschen an und danach steigerst du dich oder du startest direkt mit dem schwereren Gewicht. Wir werden die Oberarme bearbeiten und die Schultermuskulatur. Du kannst auch die Übung dir einmal anschauen und dann entscheiden, wie viel Gewicht du nimmst. Stabiler Stand, Gewicht in den Händen und dann beugst du die Ellbogengelenke ein und streckst die Arme nach oben. Geh wieder tief, Ellbogen strecken und beugen, Arme hoch. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, noch 4, 9, 10 und die letzten 2. Und 1. Gut. Kurze Pause. Du kannst ruhig deine Gewichte kurz abstellen. Und wie gesagt, wenn dir das Gewicht jetzt zu leicht war, nimm dir jetzt ein bisschen mehr. Wenn es dir zu schwer war, nimm dir weniger. Dann starten wir mit dem zweiten Durchgang. 12 Wiederholungen. Stell dich wieder stabil auf den Boden. Und dann beugen wir die Ellbogen und strecken die Arme hoch. 1, 2 und 3, 4, 5, Hälfte 6, 7, 8, 9, letzte 3, 2 und die letzte. Sehr gut. Dann stellen wir die Flaschen wieder zur Seite. Kurze Pause. Und als nächstes machen wir eine Übung mit unserem Sprudelkasten, unserer Sprudelkiste, Wasserkasten. Ich nehme hierfür meine Kiste dazu. Wir trainieren jetzt die Rückenmuskulatur und nochmal die Armbeugemuskulatur. Ich stelle mich wieder seitlich, damit du es besser sehen kannst. Stellst dich vor deinen Kasten, dann gehst du mit den Knien in eine leichte Beugung. Rücken gerade halten, dann nimmst du deine Kiste in die Hände, so dass du es gut greifen kannst. Rücken bleibt gerade und jetzt ziehen wir unseren Sprudelkasten nach oben und beugen die Arme, strecken, beugen, strecken, beugen, strecken, hoch. Tief. Wir machen 15 Wiederholungen.
Ich glaube, wir sind bei 7, 8, 9. Zieh deine Schulterblätter zusammen, ganz wichtig. 10, 11, 12, 13, 14 und die letzte 15. Sprudelkiste zum Boden, aufrichten, rückengerecht mit geradem Rücken. Kurze Pause und dann machen wir gleich nochmal einen Durchgang. 15 Wiederholungen auch hiervon. Wenn du jetzt gemerkt hast, okay, das war zu leicht, kann ich mehr Gewicht bewegen, die 15 Wiederholungen passen, natürlich mit einem weiterhin geraden Rücken, dann pack dir mehr Gewicht, mehr Getränkeflaschen in deinen Kasten rein und wir starten dann mit dem zweiten Durchgang. Rücken gerade, tief gehen, nach vorne beugen und hochziehen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und noch einmal hoch und richte dich auf und stell deinen Kasten wieder zur Seite. Okay, dann kommen wir weiter zur nächsten Übung. Wir sind jetzt mit unseren stehenden Übungen fertig. Gehen jetzt als nächstes nach unten auf die Matte. Hierfür schaffen wir etwas Platz. Lass den Stuhl am besten an einer Seite, an einem Ende der Matte stehen. Du wirst nachher verstehen, warum. Erkläre ich dir dann. So, wir gehen in Vierfüßlerstand, komm nach unten auf deine Knie und bring die Hände zum Boden. Wir starten erstmal, indem wir die Wirbelsäule auf- und abrollen. Wichtig, der Kopf immer in Verlängerung der Wirbelsäule. Das heißt, wenn wir den Rücken rund machen, blicken wir nach hinten. Wenn wir uns aufrichten, in die Überstreckung gehen, blicken wir nach oben. Also Rücken rund und überstrecken. Rund, überstrecken. Rund, überstrecken, rund, überstrecken, einmal noch, rund, überstrecken. So, für alle Übungen, die wir im Vierfüßlerstand durchführen, wie auch im letzten Gesundheitskurs, gerne immer in die Pausenposition gehen, Arme nach vorne, Gesäß auf die Fersen, Stirn zum Boden. Kurz entspannen, sehr gut für die Wirbelsäule und den Rücken an sich. Okay, nächste Übung. Wir bleiben im Vierfüßlerstand und rotieren jetzt den Oberkörper und strecken immer einen Arm nach oben. Also, ich mache es gleich von vorne, frontal, dass du es besser siehst. Aber wichtig, die Position seitlich, immer der normale Vierfüßlerstand. Und ich drehe mich mal nach vorne zu dir. So, ich starte mit einer Seite. Du startest mit dem linken Arm, indem du den linken Arm nach oben bringst. Schau der Hand hinterher und dreh ihn unter dem Körper durch. Nicht ablegen, bleibt in der Luft und dreh dich wieder auf. Wieder zurück, ohne abzulegen. Nummer 3, 4, 5, 6, noch zweimal,
7 und 8. Ich bringe die Hand zurück zum Boden und bevor wir in die Pausenposition gehen, direkt den anderen Arm nach oben, unten, nach oben, unten. 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So, dann darfst du in die Pausenposition gehen, bring das Gesäß auf die Fersen und die Stirn zum Boden, die Arme lang. So, dann machen wir jetzt weiter mit der nächsten Übung. Weiterhin im Vierfüßlerstand. Hierfür nehmen wir jetzt den Stuhl als Hilfe dazu. Du kommst in den Vierfüßlerstand, bringst den rechten Arm nach vorne und das linke Bein nach hinten. Du siehst schon, der Stuhl ist da als Hilfe für die Hand, weil wir jetzt das Ganze ein bisschen sensomotorisch, also im Prinzip wie ein Einbeinstand machen, nur eben mit dem Knie. Das heißt, den rechten Fuß, den lösen wir jetzt vom Boden, dass nur das rechte Knie und die linke Hand am Boden sind. Also Kniegelenk beugen, Fuß weg vom Boden und wenn du kannst, probier es ruhig mal, auch die rechte Hand vom Boden lösen und die Spannung halten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und ab. Andere Seite. Den linken Arm strecken wir nach vorne, das rechte Bein nach hinten und auch hier den Fuß vom Boden lösen. 20 Sekunden halten. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und ab. Pausenposition einnehmen. So, letzte Übung. Vierfüßlerstand bzw. kleine Abwandlung. Wir gehen in den Unterarmstütz, allerdings auf den Knien. Bring deine Unterarme zum Boden. Die Füße sind bis zu den Knien am Boden, also Fuß, Schienbeine und Knie. Und dann hebst du die Oberschenkel und den Rumpf vom Boden ab. Achte hierbei darauf, dass du nicht durchhängst, sondern immer ein bisschen höher mit dem Po als mit deinen Schultern bist, dass ein kleines Dächle entsteht. Und wir halten die Position. Und Pause. Es gibt bestimmt einige unter euch, die die Übung auch nur auf den Füßen durchführen können. Gerne machen für den zweiten Durchgang. 30 Sekunden halten wir. Aber auch hier ganz wichtig, Rücken hängt nicht durch. Also nur wenn das gegeben ist, wenn du hier stabil dich halten kannst und nicht in ein zu arges Hohlkreuz gehst, dann für die Übung mit der schwierigeren Variante durch. Okay, zweiter Durchgang.
Wir gehen hoch. Ich mache das Ganze mal in der schwierigen Variante, damit du das auch sehen kannst. Po immer angespannt. Zehn. Fünf, vier, drei, zwei, eins und ab. Okay, jetzt sind wir in Bauchlage. Hier bleiben wir gleich. Nächste Übung in Bauchlage. Hierfür haben wir zwei verschiedene Variationen. Deinen Stuhl kannst du jetzt von dir wegbringen, solltest du sogar. Oder du rutschst einfach ein bisschen nach hinten. So, wir gehen komplett in Bauchlage. Variante Nummer 1, deine Füße bleiben am Boden, ruhig ein bisschen aufstellen mit den Zehen und du hebst deinen Oberkörper vom Boden ab, bringst die Arme 90 Grad neben den Körper und dann strecken wir die Arme nach vorne und bringen sie wieder ran. Strecken, ranziehen, strecken. Ranziehen. Wir haben 5 von 10. Noch einmal. Und absenken. Kurze Pause. Wir kommen zum zweiten Durchgang, zweite Variante. Hierfür hebst du, wenn du kannst, wenn nicht, dann lass die Variante 1. Wenn du kannst, heb die Beine gestreckt vom Boden ab und wir machen die gleiche Übung, den Armen nochmal. Ranziehen, strecken, ranziehen, strecken. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und absenken. Ein Durchgang machen wir noch, jetzt noch was Kleines dazu. Die Beinposition wählst du selbst, Variante 1 oder 2. Die Arme machen jetzt noch eine andere Bewegung zusätzlich zu diesem nach vorne und nach hinten. Das heißt, immer wenn wir hinten sind, bringen wir die Schulterblätter einmal noch mehr zusammen und bringen die Ellbogen 90 Grad nach oben. Ich zeige es dir einmal. So, jetzt sind wir hinten, dann bringen wir die Ellbogen nach oben, Schulterblätter gehen zusammen, wieder nach unten. Und dann kommen wir nach vorne, hinten, Schulterblätter. Und nach vorne. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9 und das letzte Mal. Okay. Gut, bisschen durchatmen und kurze Pause machen. So, dann werden wir jetzt in den Sitz gehen. Hierfür entscheidest du selbst, ob du die Beine streckst oder in Schneidersitz gehst oder auf die Knie, so wie ich jetzt. Aber für die zweite Übung sollten wir die Beine dann auf jeden Fall strecken. Also kannst du auch jetzt schon in die gestreckte Beinposition gehen. So.
Beine nach vorne strecken. Sollte ich dir am besten von der Seite zeigen. Beine gestreckt. Rücken immer gerade. Wenn du die Knie hier ein bisschen beugst, kannst du deinen Rücken eher gerade halten als mit gestreckten Beinen. Dann streckst du die Arme nach vorne. Beginne die Bewegung zwischen den Schulterblättern. Das heißt, meine Arme sind jetzt vorne. Und zwar soweit es geht, zieh die Schulterblätter auseinander. Und jetzt ziehen wir sie zusammen. Die Arme kommen nach hinten, ein bisschen nach außen und wieder vor. Nach hinten, 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 vor. Noch einmal nach hinten und vor. Kurze Pause. Bevor wir dann den zweiten Durchgang machen, du kannst auch hier ruhig mal in Schneidersitz gehen, wenn es für dich angenehmer ist und wenn es für dich jetzt passt. Aber die Arme dürfen nochmal die gleiche Bewegung machen. Komm wieder nach vorne und zieh die Schulterblätter zusammen. Nach vorne, zusammen. Drei, vier. Stell dir vor, du klemmst etwas zwischen den Schulterblättern ein. Sechs, zwei jetzt zusammen. Sieben, acht, neun und zehn. Gut, jetzt drehe ich mich hier aber wieder nach vorne. Beine gestreckt am Boden. Mit einer Hand gehen wir nach hinten, dass wir in eine Rotation der Wirbelsäule kommen. Und mit der anderen Hand gehen wir an das jeweils andere Bein. Das heißt, setz dich so mir gegenüber. Du nimmst deine linke Hand nach hinten, soweit du kannst. Die rechte Hand an die Außenseite vom linken Bein und drückst dich hier ein bisschen zur Seite in die Rotation. Seite wechseln. 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 Okay. So. Wir kommen zum letzten Teil der heutigen Trainingseinheit. Wir gehen in Rückenlage. Komm langsam zum Boden. Füße aufstellen. Kopf liegt am Boden. Die Hände legst du neben dem Gesäß ab. Füße hüftbreit geöffnet. Und dann kommen wir nach oben in eine Linie. Von den Knien bis zu den Schultern. Das Ganze machen wir jetzt gleich dynamisch. Also wirklich nicht zu langsam auf und ab. Also wir gehen nochmal tief. Und dann gehen wir hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. So, die nächste Variante machen wir ein bisschen schwerer. Wenn dir die von eben gereicht hat, mach die gleiche nochmal. 10 Wiederholungen. Für die, die die schwereren Übungen bevorzugen, wir machen das einbeinig. Also ein Bein strecken wir nach vorne, es liegt jetzt erstmal am Boden. Der andere Fuß steht noch ganz normal. Und dann kommen wir in die gleiche Position nach oben und das Bein, was am Boden liegt, was gestreckt ist, das strecken wir dann nach vorne. Also, komm hoch und tief. Hoch, tief,
hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Noch einmal hoch, tief. Dann wechseln wir die Beine. Stabil stehen, die Hände ruhig ein bisschen in den Boden drücken. Hiermit hilfst du dir ein bisschen. Und wir kommen nach oben, ab, auf, ab, drei, vier, fünf, sechs. Gut. Kurze Pause, kurz entspannen. So, die Füße sind aufgestellt, beide, die Knie bringen wir zusammen, die Füße ebenfalls. Streck deine Arme nach außen und bring deine Knie zur rechten Seite, den Kopf zur linken und atme tief in deine linke Flanke ein und aus. In die geöffnete. Andere Seite. Und zurück zur Mitte. Letzte Übung für den Kräftigungsteil. Bring deine Hände auf die Oberschenkel. Füße aufgestellt. Und dann löst du jetzt den Kopf und die Schulterblätter vom Boden in einen kleinen Crunch und bringst die Hände dabei auf die Knie. Du kannst dich gerne hier ein bisschen halten, um es dir zu erleichtern, aber mach die Übung so, dass es für dich schon ein bisschen anstrengend ist. Und wir gehen hoch, eins, wieder ab, zwei, drei, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Pause. Wir machen den Durchgang gleich nochmal. Du kannst ruhig auch hier wieder selbstständig steigern, also die Hände jetzt ein bisschen weniger an den Knien fixieren, dass mehr die Bauchmuskulatur arbeiten muss. Nächster Durchgang, letzten 10 Wiederholungen und los geht's. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Streck die Arme nach außen, Knie zusammen und wir bringen die Knie nochmal nach rechts und den Kopf nach links, tief ein- und ausatmen in die geöffnete Seite, jetzt deine linke. Durch die Nase atmen. Seiten wechseln und in die andere Flanke atmen.
Bring die Knie zurück zur Mitte und streck die Arme, Beine von dir weg, soweit du kannst. Seestern-Position, Entspannungsposition und atme durch die Nase. Wenn du möchtest, schließ die Augen für ein paar Augenblicke. Dann stellst du die Füße wieder auf, bringst deine Knie an den Brustkorb, Nase zwischen die Knie und wippe von vorne nach hinten, kleine Bewegungen. Wenn du kannst, roll dich aus der Position in die Sitzposition. Wenn nicht, komm auf deine eigene Art in den Sitz. Und dann langsam nach oben in den Stand. So, schüttel dich noch ein bisschen aus, die Arme und Beine. Und dann bleiben wir noch einmal stabil stehen, atmen ein und aus, nehmen die Arme hoch und tief, einatmen nach oben, ausatmen die Hände bis zur Hüfte, nochmal einatmen, ausatmen und ein letztes Mal ein und aus. So, damit hast du das zweite Gesundheitstraining beendet. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest die Übungen gut durchführen und es hat alles für dich gepasst. Dann wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße vom Pure Fitness und Wellness. Mach's gut. Ciao, ciao.